kannst doch nicht meine Haare nehmen. Ich nehme dir gar nichts. Ich will einfach nur dir vielleicht ein paar gesündere Optionen sagen und ein bisschen was über Hafermilch erzählen. Vielleicht hast du auch mal auf der Hafermilch auf die Rückseite geschaut. Ja. Da steht ja auch sowas wie Sonnenblumenöl drauf und vielleicht Dinge, die wir nicht wollen, wenn wir Hafermilch trinken. Mhm. Zudem ist es so, und das ist nicht deklarierungspflichtig, es werden bei der Herstellung von Hafermilch dem Hafer Enzyme beigesetzt, die wiederum dazu führen, dass da ein Zucker sich bildet. Und dieser Zucker, sprich, das siehst du auch in der Nährwerttabelle, Hafermilch hat sehr, sehr viel Zucker, obwohl da kein Zucker zugesetzt ist. Wo kommt der her? Der kommt dadurch, dass eben da diese Enzyme bei der Produktion zugesetzt werden und sich da dann der Zucker bildet. So, das heißt, du hast mit Hafermilch extreme Blutzuckerspitzen. Also dein Blutzucker spielt den hier den ganzen Tag, wenn du Hafermilch trinkst. Bessere Alternativen sind zum Beispiel Kokosmilch, auch super lecker. Also du brauchst auf nichts verzichten, versuch es einfach zu ersetzen. Oder eine Nussmilch zu nehmen, zum Beispiel eine Mandelmilch, eine ungesüßte. Auch total lecker, kannst du auch in jeden Kaffee, Tee dir beifügen und hast keine Glukosespitzen dadurch.